Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bzw. zur ersten Folge von Minecraft Stadtleben. Mahlzeit. So, ich würde sagen, ich tue hier mal wieder die erste Person switchen. So, und jetzt würde ich sagen, fahren wir mal zur Gemeinde, weil das ist nämlich, da bin ich der Chef. Und schauen wir mal, was der Tag so bringt. Da spielt seit heute 7 Uhr so ein komischer Typ Basketball. Der hat mich halbart aufgeweckt, aber zum Glück. So. Hoppala. Hoppala. Ist ja wurscht. Ich habe gerade mein Auto umlackiert. So. Schauen wir mal. Also in diesem Projekt möchte ich ja eine Firma leiten. Also beziehungsweise die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob man das als Firma nennt. Ja. Und die möchte ich halt ganz nach oben befördern. Und das sollte dann eigentlich auch die Finale sein. Das Finale sein. Hoffentlich kommt uns da keiner in die Quere. So. Parkplatz nur für Berechtigte, den habe ich da. Da darf ich hin. So. Schauen wir mal, was der Tag so mit sich bringt, ne? So. Ach, ich brauche einen Job. Hä? Hallo? Hallo? Wer sind Sie? Ich bin eigentlich Besitzer dieser Gemeinde, beziehungsweise auch dieser Stadt. Das kann man ja schon Stadt nennen. Und Sie? Wie heißen Sie? Ja, ich heiße Valentin. Ja, und ich heiße Jonas Köberl. Okay. Ich habe gehört, Sie sind arbeitslos und wollen einen Job. Brauchen Sie auch viel Geld? Nicht so viel, aber ich brauche ein bisschen Gehalt. Ja, dann sind Sie hier ganz richtig. Hier bei der Gemeinde. Kommen Sie mal mit. Ich zeige Ihnen das Gebäude und dann können wir ja über einen Job bei uns reden. Ne? Können Sie dann zumachen? Danke. Ja, hier ist unsere grüne Mitte. Ja, hey. Hoppala. Egal. Haben wir gerade was runterfallen lassen. Ja, hier, wie gesagt, gibt es nur die Cafeteria und halt diesen Pausenraum. Und oben haben wir die Büros und die Schlafräume. Die möchte ich Ihnen auch noch zeigen. Und dann wären wir ja eigentlich auch schon wieder am Ende dieser Führung. So. Beginnen wir mal mit den Schlafräumen. Mann, hören Sie auf, mich zu schlagen. Das wäre aber nett. So, ja, das sind hier die Schlafräume mit Toiletten und Duschen. Ne? Wo sind Sie? Achso, Sie sind noch drinnen da, Entschuldigung. Ja, folgen Sie mir bitte da nach vorne. Da haben wir die Büros. Ich bin, haben eins natürlich schon eingerichtet. Hier, das können Sie mal anschauen. Ja, Sie werden wahrscheinlich das da drüben bekommen. Okay. Ja, sonst gibt's da nichts. Ja, wegen Gehalt. Lassen Sie das. Lassen Sie das. Wollen Sie es kurz sehen? Nee. Trotzdem. Frechen! Ui, der Zerstörer! Probieren wir das mal. Alter, naja, so zerstören kann er es auch nicht. Aber so, bitteschön. Ja, wegen Gehalt. Sie würden ungefähr. Hey! Oh, verdammt, oh, verdammt. Sie würden ungefähr 30 Goldmünzen und 10 Silbermünzen bekommen. Okay, das ist gut.
Also ich finde, das ist ausreichend Geld, dass man sich hier eine Villa kaufen kann. Halt, man muss auch ein paar Dorthin Jahre jetzt sparen. mal in eine Villa. Also Sie haben da schon eine. Ja, meine Familie ist schon gestorben und ich habe das Geld von ihm bekommen und dann habe ich diese Villa da geerbt eigentlich. Okay. Reiche Familie. Ja, reiche Sie Familie. geben, Sie kriegen in die haben. eine Hand Geld und geben es bei der anderen schon wieder raus. Ja, so bin ich halt. Ja, ich kenne mehrere Typen von Ihnen. Ja. So, ja, das wäre das. Möchten Sie sich gleich bei uns anmelden? Na, Also das dann würde bei ich uns an? morgen machen. Ich hätte nämlich schon die Formulare da. Ja, anmelden würde ich mich jetzt. Ja, meine ich ja. Ja, dann kommen Sie her. Nehmen Sie es her. Hey, aber wir setzen uns dahin. Gönnen Sie sich. Nö, weil es wird Nacht gleich. Ach du heilige Scheiße. Ich geb's Ihnen einmal. Und ich bringe es morgen mit. Kann ich dann arbeiten gleich? Juchuli. Okay, dann darf ich hier schon schlafen? Ja. Da kann jeder gleich beginnen. Die Okay. Anmeldung ist einfach nur für die Zentralserver hier. Dass hier Konto dann überall da drinnen ist, ne? Und wegen Datenschutz, die Daten von Ihnen werden für nichts verwendet, gell? Oh Mann, das ist eine lange Nacht. Das ist eine lange Nacht. Oh Mann, können Sie nicht ein bisschen leiser schnarchen? Sag aber, ich hab leiser gesagt! Und furz nach noch drauf, das gibt's ja nicht, das geht zu weit. Nee, Das glaub ich schaffen schon. Sie Kann ich nicht, sie haben gefurzt. Aber ich würde sagen, das warte ich. ist ja schon morgen. So. Hier, ich hab schon, ich warte dafür auf. Hier haben Sie es. Oder warte, darf ich signieren? Ja. Okay, danke. Bitte mit Ihrem Namen, ne? Ja, werde ich. Muss kurz Oh, da muss ich rein. gleich rülpsen. So, gehen wir mal in unser schönes Büro rein. Wenn Sie was brauchen, sagen Sie so, gell? Ich zeige euch jetzt noch mal etwas Spezielles hier. Das hat nicht jede Gemeinde oder Firma. So. Ein Hubschrauberlandeplatz. So für Ausflüge oder eigentlich ist es für Notfälle, aber man kann es auch für Ausflüge verwenden. Ja. Ich bin nicht noch da! Sie sind nicht noch da? Was ist das für ein Satz? Hey. So. Ja, da könnt ihr den verlassenen Flughafen sehen. Der war so modern. Und dann hat man ihn geschlossen vor einigen Jahren, weil einfach kein Tourismus da war. Es sind pro Jahr 10 Leute da einfach gelandet. Es war schlecht für die Stadt Ich und schlecht für den komme, Flughafen. ich komme! Ja. Ach, das wird auch eines unserer Ziele sein, diesen Flughafen wieder in Betrieb zu nehmen, ne? Die Flugzeuge stehen zwar noch dort, aber er wird einmal Hier, um die 12 Uhr Treppen. abgedreht. Sofort. Er wurde einmal um 12 Uhr abgedreht und kein Flugzeug hat sich danach je mehr Hier. bewegt. Also, Sie wollen mir was geben. Das Buch auf gut Deutsch. So. Ah, signiert. Lesen. Okay. Ja. Gut. Sehr nett. Danke. Dann kriegen Sie, heute ist Dienstag, am Freitag kriegen Sie das Geld, ne? Ja, okay, das ist. Ah ja, wo arbeiten Sie? Was arbeiten? Arbeiten Sie für die Planung, arbeiten
sie so für den Tourismus da unten, aber ich würde sagen, das ist zu wenig, weil es kommt halt, die Stadt ist generell so still. Und das wollen wir natürlich ändern. Wir wollen, dass das komplett voll ist. Wir wollen, dass da die Leute reinstürmen. Wie man hier unsere Gemeinde hingebaut hat, ist nämlich umgezogen. Hey, ich bin fast tot! Sag einmal! Dann. Oh fuck, zwei Herzen, zwei Herzen. Naja, gut. Ja, und da hat man diese Bushaltestellen hingestellt, wenn man glaubt hat, wir managen das. Und die haben das geglaubt. Und jetzt haben sie kein Vertrauen mehr in uns. Seit ich das übernommen habe. Also, Herr Jonas, also, beziehungsweise Herr Köbel, ich würde. Steht schon mein Name und ein bisschen Banner noch Sehr gut. Wir müssen echt hier mal eine Buslinie machen. Zum Beispiel eine Tourismuslinie 1. Kennen Sie Hop. verzauberte Äpfel. Kennen Sie Hop on, Hop off in Wien? Ja, ich bin ja nicht blöd. Dafür gibt's mal einen Schlag. Halla? Halla? Junge, Hey. ich hab drei Herzen. Was hat er für Probleme? Jo, sowas müssen wir mal machen. Hier haben wir eh schon die Bushaltestellen. Wir müssen einfach nur noch mehr die Linie erstellen und mit dem Busunternehmen das sagen. Das ist da drüben. Das können wir vielleicht sogar morgen machen oder heute, je nachdem. Ja, und dann hätten wir schon eine Tourismuslinie und dann können wir uns um den Flughafen kümmern. Okay, so, dann ist, ich arbeite hier in meinem Büro und das ist Cafeteria-Mann. Und ich Ja, habe immer immer. meinen Mund offen, wie man sieht. Sie schauen aus wie ein Hase. Ja. Kommen Sie mal mit. Okay. Ich komme mit. Die Türen können Sie gerne offen lassen. Hey! Hey! Schmidi! Hashtag Paluten? Mann! Hör auf! Oh, ein Stab haben Sie da. Ja, Ja. wieso? Warte. Kommen Sie mal her. Ja, was Wir werden diese Firma gemeinsam ganz nach oben bringen, ne? Und ich bin der Co-Chef, also wenn du krank bist, bin ich Von mir aus, aber das können wir in der nächsten Folge ausmachen. Okay, ich gehe nach Hause. Tschüss. Okay. Ich wollte eigentlich, dass er noch da steht. Aber anscheinend möchte er das nicht. Das kann ja mir egal sein. Gut, dann danke fürs Zuschauen, Leute. Die nächste Folge kommt bei ihm, bei Tanzbär 2000. Danke übrigens, Tanzbär 2000, dass du bei diesem Projekt mitmachst. Ja, wir sehen uns dort wieder. Jo, ja, die übernächste kommt dann wieder bei mir. Ihr wisst die Story. Ja, ihr wisst über alles hier Bescheid. Leute, habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Und zockt ganz in Minecraft. Ja. Tschüss.